So Leute, herzlich willkommen. Wir spielen jetzt Windows Ill. Und also herzlich willkommen erstmal zum Logett, ja, das muss man auch sagen. Wir sind hier wieder beim Logett am Mittwoch. Ja, es ist kurz vor Weihnachten. Die Schule gibt nochmal richtig Gas und ja, ich muss euch schon leider schon wieder enttäuschen. Donnerstag kommt nächste Woche. Heute machen wir ein bisschen kleines Logett hier. Windows Ill heißt das Spiel. 2,49 auf Steam. Ja, habe ich mir mal geholt. Das schauen wir uns mal ein bisschen an. Wir müssen so ein paar Rätsel lösen hier so. Und mal gucken, wie wir das machen. Also man muss hier irgendwie rumklicken und so und Sachen machen. Okay, was ist das? Und wir müssen. Ja, keine Ahnung, was wir müssen. Ich wurde hier einfach eingeworfen und wir spielen erstmal. Das hier soll ein Bein sein. Das ist ein Schwanz. Und das. Ich habe keine Ahnung, wie lange dieses Spiel hier geht. Vielleicht spielen wir es durch, vielleicht nicht. Mal sehen, wie schnell wir sind. Was ist das? Eine Kugel? Kann ich hin und her? Was ist das? Licht ist an. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir durch die Tür hier müssen. Und zwar. Aha. Okay, so macht man das auf. Und dann habe ich gehört, muss man das hier durch. Okay, das sieht schon mal vielversprechend aus. Windows. Okay, logisches Denken. Das war klar. So, was ist hier? Ein Vogel. Okay. Ich glaube, der Vogel muss mir ein dieses Kästchen geben. Aber ich habe ehrlich gesagt kein. Okay, es ist weg. Wenn ich da drauf klinge, kommt es wieder. Gibt's hier sonst noch was? Kann man das hier überhaupt irgendwie anzeigen lassen? Okay, da kann man eine Pfütze machen. Vielleicht geht der Vogel da rein oder so. Da, hier, Pfütze. Ein Wurm. Okay, den muss ich jetzt wahrscheinlich dem geben. Wow, und der gibt mir ein Kästchen. Sehr schön. Nächstes. Was ist das denn? Klicken wir einfach mal auf alles drauf. Okay. Oh, cool. Jetzt haben wir hier so eine Schale. Noch eine, noch eine, noch eine. Wer ist da? Da ist wahrscheinlich der Würfel drin, wenn wir ganz nach unten gehen. Oder auch nicht. Okay. Oh, na toll. Ich habe Facebook nicht ausgemacht. Wir sehen uns gleich wieder. Freunde, da sind wir wieder. Und wir waren gerade dabei, hier runter zu rücken. Aber irgendwie geht der Motor noch nicht an. Okay, so eine Art. Das sind wohl so eine Art Bienen, ne? Und jetzt geht der Motor an wahrscheinlich. Okay. Nein! Nein, 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 shit. Und da haben wir ihn, unseren kleinen Stein. Was ist das denn jetzt? Okay. Eine Zunge. Ha ha ha!
Okay, versuchen wir einfach ganz schnell auf alles drauf zu klicken. Aha, da haben wir ihn schon. Zack. Was haben wir jetzt hier schon wieder? Überall, wo übrigens der Finger hier so, so zum Finger wird. Der Mauszeiger zum Finger, da kann man irgendwas machen. Und ich kann das hier anscheinend runterschlagen. Da ist ein Ball. Wow, und den kann ich jetzt hier rumschmeißen, oder was? Toll. Ist er weg? Ne, da ist er wieder. Darauf setzen. Ah, warte mal. Warte. Okay. Jetzt ist hier was Dings geworden. Da kann ich draufklicken. Da passiert aber nicht so viel. Gedrückt halten. Oh, das ist ein Männchen. Da war ein Männchen, ich hab's genau gesehen. Lol, da oben sind da Füße. Okay. Kann ich jetzt mit der Wolke. Aha, ich kann die dicker machen. Da kommt Dampf raus. Lol, und wenn ich das mache, drehe ich die Zeit vor, oder was? Nein, nicht zurück, vorwärts. Halt, stopp. Oh, das habe ich wohl was verkackt. Ah, da kommen so kleine vielleicht. Warte, ich habe eine sehr gute Idee. Weil die fallen ja jetzt in den Hintergrund. Und wir müssen sie versuchen, in den Vordergrund zu bekommen. Und dafür sind wahrscheinlich diese Füße ja gut. Zack. Sehr gut, das haben wir auch gelöst. Das war ja. Was ist das denn hier? Hier kann ich jetzt das haben und das. Okay. Aber sonst sehe ich hier nicht doch. Okay, es ist weg. Das ist. Okay, was kann ich jetzt mit dem machen? Und das. So ein Ding. Ja, aber was kann ich denn jetzt mit dem? Mit dem muss ich doch irgendwas machen, oder nicht? Ach ja, Leute, Denkspiele. Das sind immer so welche Sachen, du. Ein Totenkopf, ein Regenschirm, ein Seestern, ein Haus, etwas anderes, ein irgendwas, ein Drachen oder so, keine Ahnung, eine Pfeife. Und der Klotz. Hätte ich jetzt beinahe übersehen. Okay, was ist das? Ach, guck mal da, das ist das Männchen mit dem Klotz dran. Halt, stopp. Ah, okay, warte. Nein. Sehr schön. Fuck, der kann er natürlich irgendwie nicht rüber. Versuchen wir mal was.
Tada! Okay. Der hat unter seinem Hut das Dings. Und was soll er? Gib ihn wieder. Auf damit. Toll, wie komme ich denn da jetzt hin? Okay. Mist. Vielleicht kann ich noch was mit dem machen. Aber der hat ja eigentlich die... Aha. Tada. Vielleicht muss ich da wieder überall, wie bei dem anderen eben, überall ganz schnell drauf drücken. Dass alles sich öffnet. Ah, da, guck mal, da kommt der Stein. Vielleicht muss ich den auffangen oder so. Nein, das war aber schon knapp. Ich irgend so einen Auffangbehälter noch hier unten. Jetzt vielleicht. Zack. Oh, fuck. Okay, ich glaube, ich ahne schon. Oh shit. Der Finger hat das bestimmt rausgedingst. Okay. Nein! Scheiß Regenschirm. Zack, da haben wir ihn. Nice. Und roll. Ja, das Spiel, das ist mal, ne? Klick, 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 ist das, würde ich sagen. Ist aber ganz witzig so eigentlich von den Ideen her, so für 2,49, ja. Nicht schlecht. Also, ist okay. Ist auch mal was anderes, ja. Ist mal was so zum Ausprobieren. Und, ja, ich bin gespannt, wie das jetzt hier noch weitergeht. Und bis jetzt muss ich hier mit der Maus gerade einfach rundfahren. Und das war's dann. Okay. Sterne. Okay. Vielleicht gibt es zweites Level jetzt. Wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir erstmal in die zweite Welt kommen oder so. Wahrscheinlich. So ein paar Sachen. Okay. Zack. Oh, was ist da? Wer ist da?
Hier muss ich die alle ganz schnell essen. Habe ich eigentlich gemacht jetzt. Ach, da hinten. So, jetzt habe ich da alle gegessen. Ah, da ist er. Was jetzt? Muss ich den Weg vielleicht finden? E. N. End. Die End. Das ist aber nicht so schön. Ja, das war wohl ein sehr kurzes Logout. Click to visit any. Warp to any room. Ja, Leute, war ganz witzig. Ich fand das Level hier irgendwie am witzigsten, weil der Typ hier so lustig mit seinem Hut. Ja, das war wohl. Ja, das war. Das ist auch toll. Ja, und mit Trommelgedings verabschiede ich mich von diesem kurzen Logout, wie gesagt, diese Woche ein bisschen Schule, letzter Abschluss nochmal, aber dann, jetzt kommen bald Ferien und dann geht's ab, du, mit Don't Starve, vielleicht im kooperativen Modus sozusagen mit Ole, der zwar nicht mit, also der spielt dann bei sich und ich spiele bei mir, bei mich und bei mir und wir unterhalten uns dann ein bisschen über das Spiel und so, was uns gefällt, was nicht und dann zeigen wir euch da ein schönes Logout. Ja. Diese Woche sehr kurz, aber doch finde ich ein bisschen spaßig hier mit so einem kleinen Insider-Gag hier. Windows 11. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche.